und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den 28.03.2020 und es sind angesagt 8 bis ungefähr 12 Knoten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt zum Vollen reicht. Es wird auf jeden Fall jetzt mal ein kleiner Leichtwindtest und mal gucken, wie es läuft. Ich habe gesehen, dass übrigens noch über 70% meiner Zuschauer gar nicht abonniert haben. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einfach unten auf das kleine Abonnieren drücken würdet. Dann wären wir jetzt schon bei über 500, wenn alle davon abonnieren würden. Es würde mich mega freuen, damit würdet ihr auf jeden Fall mich, den Kanal und auch das Windsurfen unterstützen. Und ja, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich werde gleich wahrscheinlich direkt aufs Wasser gehen und nicht mit der GoPro, weil mein Vater wird mit dieser Kamera filmen. Ich hoffe, da gibt es ein paar gute Aufnahmen und die werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nach der Session und ja, bis gleich, haut rein, viel Spaß. Ich werde heute auf jeden Fall mal versuchen, den hinteren Fuß in die Fußschlaufe zu setzen, weil ich einfach beim letzten Mal zu viel Power hatte, habe ich das dann nicht gemacht. Und jetzt sollte es eigentlich dann noch früher abheben, werde ich auf jeden Fall dann mal gucken, weil ich weiß auch nicht, ob der Wind ausreicht wirklich fürs Vollen, obwohl man das Niveau schon ganz schön tief drücken kann. Und ich muss mich dann deutlich nach vorne lehnen und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn eine Böe kommt, dass ich mich dann so weit nach vorne lehnen muss und wie ich kann und das Teil trotzdem noch hoch geht. Davor habe ich halt ein bisschen Angst, dass ich dann einfach stürze und vielleicht mein Board kaputt mache, aber das werdet ihr alles gleich sehen. Von daher bis gleich und viel Spaß. Yeah.
mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war auf jeden Fall noch eine richtig geile Session. Es hatte so ungefähr, ja, manchmal hat es so 6 Knoten, manchmal kann man aber auch böden mit bis zu 20 Knoten, würde ich sagen, rein. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn der Wind so extrem böig ist bei uns am See. Aber hat auf jeden Fall echt gebockt, so auch leicht und geht mit dem Feuer richtig gut. Und ich habe in den Kommentaren noch eine Frage bekommen. Ich werde jetzt immer am Ende des Videos auf eure Fragen eingehen. Und es wurde gefragt, wie sich dieses Foil, also das Starboard Race Foil, im Vergleich zu dem RRD WH Flight Foil verhält. Und ich kann dazu sagen, dass ich das RRD Foil auf jeden Fall früher gefahren bin, als ich noch nicht so gut foilen konnte. Und da fand ich es auf jeden Fall sehr stabil und im Vergleich sogar noch stabiler als das Starboard Foil. Das liegt wahrscheinlich an dem größeren Stabilisator, also an dem größeren Heckflügel. Und Upwind-Performance finde ich jetzt auf jeden Fall auf meinem Starboard Foil besser. Das kann aber auch daran liegen, dass mein Fahrkönnen eben noch nicht so gut war auf dem RRD Foil. Von daher kann ich da leider nicht so viel zu sagen. Und ja, aber heute war auf jeden Fall eine echt geile Session. Ich habe die Halse ein bisschen probiert und ich muss mich auf jeden Fall noch stärker in die Halse reinlegen. Ich habe schon ein neues Video abgedreht. Da klappt es auf jeden Fall schon deutlich besser. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Driving round with my baby, top drops and raindrops. Motion got me all faded, my heart got me going all crazy.